Hallo liebe Freunde da draußen, hier ist wieder euer Fritz Meloni und es geht weiter mit dem FC Hansa Rostock. Ja, ihr habt richtig gehört, mit FC Hansa Rostock. Die Bulli Sportschau war, jetzt geht's weiter mit Hansa Rostock. Ich glaube, mittlerweile immer noch eurem Lieblingsprojekt hier. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, das letzte Spiel war ja Pokalspiel. Da sind wir ja weitergekommen, Gott sei Dank. Und jetzt steht Schalke 04 an, oder wie manche sagen, Schlake 04. Schauen wir mal. So, ich werde mal kurz mit der Mannschaft reden, bin dann gleich wieder bei euch. So, kurz mit der Mannschaft gesprochen, das habt ihr mir ja immer vorgeworfen. So, Benno Schmitz hat sich hier als Führungsspieler bis jetzt bestätigt. Einflussreiche Spieler sind hier Ronny Marcos, Thomas Kraft und Ignowski. Wobei Ignowski, das sehen wir hier, hat im Team noch keinen Rückhalt. Das, denke ich mir, wird aber noch kommen. Benjamin Riemann nicht voll vom Team akzeptiert und seit im Team umstritten. Gut, das sind so Entwicklungen, die müssen wir durchmachen. Und Sebastian Oller verletzt. Was ist da los? Für einen Tag. Gut, mir wurde ja gesagt, ich sollte mit dem Balkan-Bomber weitermachen und mit Sebastian. Ist auch vollkommen richtig. Ich kann nicht mitten in der Saison oder jetzt sagen wir mal in der Winterpause hier die Stürmer austauschen. Das wäre fatal. Die sollen sich entwickeln und der Balkan-Bomber Vukosic entwickelt sich immer besser, denke ich mir. Hat gezeigt, dass er Eier hat und schauen wir mal, wie es weitergeht. Unsere Fußballgarnitur. Zehnter Spieltag und wir sehen die Topspiele. Schalke 04 gegen Hansa Rostock, der vierte gegen den zweiten. Ein Riesenkracher. Dann sehen wir Bayern 04 Leverkusen, die im Moment die Tabellenführung haben gegen VfL Wolfsburg, den Tabellenzehnten, und SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt ist das dritte Spiel, was hier gezeigt wird, wo wir sagen, Mensch, das wird ein richtiger Knaller. Freiburg, die sich ja toll verstürmt, ein schöner Versprecher, verstürmt haben. Ich wollte eigentlich hier sagen, dass die einen tollen Stürmer haben. So schnell geht das, dass man sich verspricht. Okay, dann machen wir jetzt mal die Mucke aus, damit wir uns konzentrieren können. Und was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, das wollte ich mal sagen, jetzt hatte ich schon fast 330 Abonnenten und gucke heute Morgen rein. Gucke heute Morgen heißt, wir haben jetzt Samstag, den 13.09. Jetzt haben wir gerade 9.38 Uhr, wo ich die Folgen aufnehme. Jetzt habe ich auf einmal nur noch 324 Abonnenten. Was ist denn da los? Aber ich weiß ja nicht, woran das liegt, ob das Kanäle sind, die da geschlossen sind oder so. Ist aber schade zu sehen, dass man erst fast 330 hat und auf einmal fällt man wieder auf 324 zurück. Die Bulli Sportschau ist auch nicht so ganz doll angenommen worden beim zweiten Durchlauf. Bis jetzt jedenfalls. Müssen wir mal gucken, ob da noch ein paar Kommentare mehr kommen. Ich hoffe natürlich, dass wenn das Projekt dann langfristig weiterläuft, dass da noch ein bisschen mehr Resonanz kommt. Vor allen Dingen, weil ich muss ja auch mal wissen, in welchem Sendeformat ihr das haben wollt. Jetzt habe ich ja das mal so ein bisschen anders gemacht. Aber ich will jetzt hier nicht im Rostocker Projekt hier zu viel über Bulli Sportschau reden, sondern wir wollen uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir weiterhin hier unsere Tabellenposition, nämlich die zweite, den zweiten Platz weiter festigen. Der 10. Spieltag steht an. Hier unten ist natürlich einiges los, muss man sagen, an der Stelle. Das geht hier bis, ich würde mal sagen, bis Dortmund. Und das ist natürlich fatal, dass Dortmund so weit runtergefallen ist. Also, meine Güte, das ist schon fatal. Dafür hier so eine Mannschaft wie Freiburg so weit oben. Also, da hat sich doch einiges entwickelt in den letzten Jahren in der Tabelle. Ein bisschen Historie wollte ich mal machen mit euch, ein bisschen Statistik.
schauen wir doch mal. Die Torjäger wollte ich mir mal angucken. Ewige Torjägerliste. Da haben wir immer noch Mandzukic mit 153 Toren, der vor Braun Aidier von Wolfsburg, der ist jetzt bei Wolfsburg, ne, der war schon immer bei Wolfsburg, denke ich mir, ne? Wie alt ist der? 30, ja. Und Mandzukic, denke ich mir, der wird jetzt auch jenseits 30 sein hier in meinem Let's Play. 32. Tja. Von uns hier keiner in der Nähe, ne? Das ist natürlich bitter und das zeigt doch ja hier Lennart Tai auf Position 57 mit 24 Toren. Das ist natürlich ganz, ganz wenig. Und Gerrit Wehkamp hier mit 19 Toren. Schade, dass er sich nicht weiterentwickelt hat. Kann ja noch kommen. Dann wollte ich mal gucken, die Torschützenkönige. Da hatten wir im ersten Jahr hier in meinem Let's Play den Robert Lewandowski. Und der ist ja dann nochmal 2013, 2014 nochmal Torschützenkönig geworden. Und dann habe ich mich gewundert, warum nichts mehr kam von ihm. Und er ist nicht mehr aktiv. Er ist nicht mehr unter den Spielenden. Das heißt, Robert Lewandowski musste seine Karriere beenden. Und leider steht das jetzt hier nicht irgendwo oder man kann es nirgendwo nachlesen. Aber man sieht's. Er hat auch keinen Verein mehr. Er musste eine schwere Verletzung gehabt haben, sodass er nicht mehr weiter spielen konnte. Also Robert Lewandowski konnte zweimal Torschützenkönig werden. Mandzukic hat auch zweimal den Titel des Torschützenkönigs, ist dann aber nicht mehr weiter in Erscheinung getreten. Dieses Jahr ist er aber wieder ganz gut mit dabei. Und dann haben wir Damjao hier einmal, Idiay einmal und Adam Schaller ist jetzt der Mann, der hier regiert. Und ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir auch mal einen Torjäger haben, aber leider ist noch keiner dabei. Sebastian Aller ist ja noch recht jung mit 24. Der Balkanbomber ist eigentlich im besten Alter. Hoffen wir mal, dass einer von Ihnen vielleicht diesen Weg gehen kann, einschlägt. So, hier wollte ich nochmal kurz was einstellen. So, und jetzt gehen wir in die Mannschaftsaufstellung und dann gehen wir auch gleich ins Spiel rein. Hier mache ich schon mal auf laut, dass wir nachher nicht vergessen, dass wir da im Spiel die richtige Lautstärke haben. Okay. Also, wenn wir jetzt mal hier vergleichen. Willian Jose, den nehmen wir in Sonderbewachung. Voland im Schalker-Team, Draxler auf links, jetzt wieder auf einer Position, wo ich sage, da ist er sehr gefährlich. Meier natürlich, Spielmacher, Ayan, Papadopoulos. In der Abwehr sind sie hier auf links ein bisschen schwächer bestückt, aber ansonsten ist das eigentlich eine recht gute Mannschaft, wo wir aber in der Lage sein sollten, mithalten zu können. Bei verletzten Spielern muss ich mal gucken, wie lange Gieselmann jetzt noch in der zweiten Mannschaft verletzt ist. Noch 3 Wochen. Noch 3 Wochen, dann kehrt Gieselmann wieder in den Trainingsbetrieb zurück. Dann hoffentlich auch bald irgendwann in die Mannschaft, die zweite Mannschaft hier. Wollen wir mal gucken, wo sie stehen derzeit. Oh, eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Mit 22 Punkten. Das kann sich sehen lassen. Und Karpek hier mit 10 Toren. Christian Karpek macht sich da ganz ordentlich, muss ich sagen, an der Stelle. Der entwickelt sich auch recht gut. Ne, da sage ich mal lieber nichts, sonst baut er wieder ab. Ja, dann würde ich sagen, können wir ins Spiel reingehen. Es ist alles gesagt, es ist alles angerichtet. Stellt die Kühlgetränke kalt, lehnt euch zurück, holt die Chips raus aus dem Wohnzimmerschrank und habt Spaß beim Fußballschauen. Also, auf geht's! So, gute Mucke, gute Stimmung hier auf Schalke und
Gott sei Dank keine gelbe Karte. Also das wäre jetzt ein bisschen früh gewesen, gleich in der ersten Minute. Deswegen habe ich gerade die Luft angehalten. Ja, bei Schalke muss man sagen, nach dem Weggang vom Hunter mit Jose oder José vorne, ein Stürmer, den ich jetzt nicht richtig einordnen kann. Draxler natürlich eine Größe im Team, ist klar. Voland ein exzellenter Stürmer mit Sicherheit, aber ob und wie stark jetzt Schalke tatsächlich noch ist, werden wir in diesem Spiel beantwortet kriegen. Borswick Jackson, der ja seine Chance hier wahren kann, ins Team zu wachsen. Und da kommt, ich denke, das war der Torwart Fuhrmann, jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Oh, und da kommt Riemer an den Ball und hat hier die Riesenchance. Nee, der Fuhrmann ist ja hier gar nicht mehr im Tor. Riemer hat die Chance auf den Latschen und nutzt es nicht. Irgendwie vom Schlappen gerutscht der Ball. Schade. Das ist wieder Borswick Jackson, der den Ball nach vorne treibt hier und Sebastian sucht. Klingenburg. Ja, Klingenburg noch im Team, weil Ignowski im Moment durch die Nationalmannschaft und so weiter, durch viele Spiele so ein bisschen geschwächt ist. Schmitz bringt den Ball rein und da ist Vukosic, der Balkanbomber legt zurück. Oh, das war gut gemacht und er hätte Riemer zum zweiten Mal einschieben können und beide Chancen, hochkarätige Chancen, aber werden nicht genutzt von ihm. Und das ist an der Stelle natürlich sehr, 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 sehr ärgerlich. Voland jetzt auf José und er ist durch. Aber da ist auch Kraft auf dem Posten und hat den Ball gerochen, wo er hingeht und geht richtig runter in die Ecke und hat den Ball ganz sicher. Also wir sehen eine gute Anfangsphase hier von beiden Mannschaften eigentlich. Wir haben natürlich die hochkarätigsten Chancen bis jetzt und da war wieder der Balkanbomber Vukosic. Hat ja den liebevollen Namen Balkanbomber von einem User hier oder einem Abonnenten von uns hier von mir bekommen. Leider weiß ich jetzt nicht mehr von wem. Aber gefällt mir der Begriff Balkanbomber. Vielleicht soll ich ihm das als Spitznamen reinhauen. Schreibt mir mal einen Kommentar rein, ob euch das gefällt, der Balkanbomber. Ja, und er muss jetzt auch jetzt beweisen in den nächsten Spielen, dass er wirklich ein Balkanbomber ist und auch in Zukunft sein kann. Im Moment würde ich sagen, hat er sich den Platz neben Sebastian verdient. Gerrit, Wehkamp und Lennart Tai sind im Moment völlig aus dem Rennen raus. Patrick Weihrauch steht noch hinten dran. Der ist ja hier als Ersatzspieler, als Stürmer dabei. Und ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Nach der letzten Saison, wo Gerrit Wehkamp eigentlich die meisten Tore erzielt hat, dass der so abbaut. Schade eigentlich. In der Abwehr hat sich Mustafi jetzt an Kempf vorbeigekämpft. Ah, Borswick Jackson schön gemacht hier, aber leider der Pass ungenau. Findet hier nicht seinen Abnehmer. Und Schmitz, Acker, Schmitz kämpft da drüben wie ein Löwe. Sebastian, toll gemacht auf Riemer. Riemer in den Lauf vom Vukosic und er zieht ab und dass der schießen kann, das seht ihr. Der hat vielleicht einen Hammer. Der haut da drauf. Meine Güte. Da bricht sich der Torwart fast den Arm. Schön zurückgelegt den Ball. Und da kam von hinten, ich glaube, das war Niklas Süle. Aber dass er kein Stürmer ist, das haben wir gerade gesehen. Auch er schießt am Tor vorbei. Und wir haben jetzt 3-4 hochkarätige Chancen gehabt. Aber leider steht die Partie noch 0-0. Und das macht mir so ein bisschen Sorge an der Stelle. Denn das kann sich am Ende rächen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal in der Saison gehabt. Und da war schon wieder der Mittelstürmer vorbei am Verteidiger. José schießt aufs Tor, aber das war jetzt kein gefährlicher Schuss, sodass Kraft überhaupt keine Schwierigkeiten hatte, hier den Ball zu halten. Jackson. Und Riemer mit einem Pass in den freien Raum und kann sich Sebastian den erlaufen? Nein. Trotzdem guter Einsatz von ihm. Klingenburg macht wieder hinten eine solide Partie, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, das glaube ich gibt Einwurf für Schalke. Ja. So, gleich haben wir Halbzeit. Da wäre mehr drin gewesen in der ersten Halbzeit. Da waren, wie gesagt, 3-4 hochkarätige Chancen. Machst du ein oder zwei Dinger rein, führst du hier ganz stabil. Kannst das Spiel kontrollieren, aber so ist alles offen hier. Und wieder José, Meier,
aber sie kommen auch nicht durch die gut gestaffelte Abwehr bei uns durch. Ich habe ja heute gesagt, heute können wir Erster werden, aber ja, das sieht irgendwie nicht so pralle aus, ne? Jetzt schlägt unsere große Stunde, sage ich mal. Und ich werde mal hier den Einsatz hochfahren. Jetzt sind wir bei 75, gehen wir mal auf 85. Und gucken mal, ob jetzt mit mehr Einsatz hier die Chancen konzentrierter genutzt werden. Ich wechsle mal keinen aus. Also richtige Totalausfälle waren ja jetzt hier nicht drin. Vielleicht steigert sich ja der ein oder andere noch. Papadopoulos jetzt ein bisschen offensiver hier mit einem guten Pass in die Gasse rein, aber Süle läuft José den Ball locker ab. Riemer jetzt mit einem schönen Pass auf Sebastian und der schießt an den Pfosten und der Ball geht nicht ins Tor. Wir zählen die fünfte Chance, die jetzt hier nicht ins Tor reingeht. Mann, 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 was ist da los? Was ist da bitteschön los? Freiburg liegt 1-2 gegen, das habe ich leider nicht gesehen, gegen wen zurück. Gladbach liegt zurück gegen Nürnberg. Und bei uns steht es 0-0 in Schalke. Mit jetzt 5 hochkarätigen Chancen, die leider alle nicht genutzt wurden. Und jetzt Sebastian im 16-Meter-Raum legt den Ball auf Vukosic, aber wie ihr gerade seht, der Ball war leider abseits gespielt. Kam etwas zu spät der Pass. Die Mainzer 5-1 in Hoffenheim. Meine Fresse, was geht denn da ab? So, ich denke, jetzt gebe ich mal die Chance dem Patrick Weihrauch. Wir sehen auch, Sebastian baut weiter ab. Der hat heute keinen guten Tag. Und Boswick Jackson links, da bringe ich jetzt mal den guten Fadi rein. Um mal ein paar frische Leute hier reinzuwerfen. Jetzt aber die Schalker über links, über Draxler. Der schlägt den Ball gleich rein, aber Marcos hat das geahnt und stand richtig. Prima. Schön hier von Marcos den Ball zurückerkämpft. Das ist vorbildlich. Sebastian wieder mit einem Fehlpass. Also der muss raus. Und hier haben wir Glück. Das war abseits und jetzt kommen unsere Spieler rein, aber auch Schalke wechselt aus. Da ist Patrick Weihrauch. Neustädter kommt für Ahan rein. So, und da ist Patrick Weihrauch das erste Mal am Ball, versucht gleich hier den Balkanbomber anzuspielen. Draxler. Mit viel Übersicht hier auf Voland. Voland in die Spitze gelegt auf José, aber der kann sich nicht durchsetzen gegen unsere starken Verteidiger. Und das ist erstmal das Gute, dass hinten steht die Null. Und jetzt Patrick Weihrauch ist vorbei, ist im 16er, zieht ab. Aber auch er vergibt hier kläglich. Tja, ich nehme jetzt nochmal Riemer raus und bringe nochmal Björn Jopek, der auch lange nicht mehr zum Einsatz gekommen ist. Vielleicht hat er ja mal einen guten Tag und spielt sich wieder ins Team zurück. Da ist er. Bin ein bisschen enttäuscht von ihm. Anfangs hat er ganz gute Kritiken gehabt, aber jetzt in der letzten Zeit ist da nicht mehr viel gekommen. Draxler. Oh, oh, Meier vorm Tor und Kraft kann da noch Schlimmeres verhindern. Nein. Und wir liegen 0-1 zurück, weil Kevin Voland hier das Tor schießt. Ja, Fehler hier von Marcos auch noch. Er kriegte den Ball nicht mehr weg. Tja. So schnell geht's und ich würde mal sagen, im Moment laufen wir Gefahr, weil wir auf drei Hochzeiten tanzen. An Substanz zu verlieren. Die Mannschaft lässt so ein bisschen nach, wird schwächer. Vorne im Sturm haben wir die besagten
Schwierigkeiten, aber jetzt Vukušić verliert den Ball wieder. Und im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld haben wir mit Riemer und mit Jopek zwei offensive Mittelfeldspieler, die im Moment nicht ihre Höchstform bringen. Vukušić jetzt in den Lauf von Patrick Weihrauch und der verzieht hier auch. Ja, das mit den Stürmern ist echt ein Problem, ne? Die Abwehr ist unser absolutes Prunkstück. Wenn Gieselmann zurückkommt in ein paar Wochen, also in 3 Wochen genau, dann braucht er vielleicht nochmal 4, 5 Wochen, um fit zu werden. Dann ist er vielleicht in der Rückrunde wieder mit dabei. Dann haben wir auf der linken Mittelfeldseite wieder jemand Starkes. Jetzt aber Vukušić hat hier wieder eine gute Chance, nutzt sie aber nicht. Nutzt sie nicht. Ach, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, Leute. Vukušić, der Balkanbomber, kann heute kein Tor erzielen. Es sind nur noch wenig Minuten. Vielleicht gelingt uns ja noch ein Ausgleich. Patrick Weihrauch. Er kommt auf jeden Fall ganz gut zurecht da vorne. Nutzt nur seine Chance nicht. Jopek jetzt auf. Au! Oh, gibt das Elfmeter an der Stelle? Nein, es gibt Freistoß. Aber das ist eine gute Entfernung für Marcos. Und das kann er. Nein. Heute läuft alles gegen uns irgendwo. Oh, der geht weit vorbei. In der Einstellung sieht man das noch genauer. Ich dachte erst, der wäre knapper gewesen, aber ja, das ist ärgerlich. Wenn man mal überlegt, wie viele Chancen wir hier hatten. Vukušić. Fadi in den Lauf von Patrick Weihrauch, aber der ist leider abseits. Ach, ist das ärgerlich, Leute. Ist das ärgerlich. Hier sehen wir es nochmal genau. Ja. Knappe Entscheidung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich abseits war, aber was willst du denn machen? Schiri entscheidet doch. So, und dann kann Fadi sich nochmal durch. Nein, kann er nicht. Nochmal abseits von José. Wenn man sich das Spiel mal von A bis Z anguckt, muss man echt sagen, Schalke hat nicht allzu viel getan. Und am Ende hier gewinnen sie nachher. Jetzt vielleicht nochmal die Chance durch Vukušić. Er macht es wieder nicht, Leute. Ah. 3 Minuten sind Nachspielzeit. Ich weiß nicht, ob wir nochmal eine Chance kriegen können. Nee, da passiert nicht mehr viel. Weihrauch nochmal. Fehlpass. Ach, da ist zu viel Sand im Getriebe. Nochmal Weihrauch. Weihrauch. Jopek, Weihrauch. Das wirkt alles mehr auf Zufall getrimmt und am Ende gewinnt hier Schalke 1:0. Verdient kann man an der Stelle nicht sagen, weil wir hatten 5, 6 hochkarätige Chancen. Wenn wir davon die Hälfte reingemacht hätten, hätten wir 3-1 gewonnen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette zählt im Fußball nicht. Und am Ende müssen wir akzeptieren, dass Schalke 1:0 gewinnt. Und es sieht so aus, als wenn wir so ein bisschen darunter leiden, dass wir so viele Wettbewerber haben. Jo, da sind wir beim Nachbericht. Allzu viel zu sagen ist ja nicht. Bester Spieler bei uns war Thomas Kraft. Mustafi war noch recht gut hier, aber ansonsten war das alles nichts Besonderes. Gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Bayern München verliert gegen Greuther Fürth. Das ist natürlich eine riesen Überraschung. Und der Aufsteiger hat einen guten Lauf, das muss man an der Stelle sagen. Mittlerweile 15 Punkte. Also die Greuther oder das Greuther Fürth durchaus in der Lage, hier vielleicht doch in der Liga zu bleiben. Wir verlieren 1:0 in einem aus unserer Sicht schrecklichen Spiel 1:0. Bayer Leverkusen, der Tabellenführer, gewinnt oder siegt weiterhin und bleibt oben an der Spitze. 2:1 gegen Wolfsburg. Dann ein Kantersieg durch den VfB Stuttgart 6:2 gegen den Hamburger SV. Und der Hamburger SV taumelt dem Tabellenende entgegen. Im nächsten Spiel Hannover 96 gewinnt 2:1 gegen Borussia Dortmund. Was ist bitte mit Borussia Dortmund los? Es ist ja eine Katastrophe, wie der Verein hier abbaut. Das ist für mich vielleicht bisher die größte Enttäuschung in dieser Saison. Gladbach verliert 0:2 gegen Nürnberg. Das ist für die Nürnberger sehr wichtig und sehr gut. Somit können sie sich so ein bisschen da unten rausholen. Mainz
gewinnt 6:2 gegen Hoffenheim, auch für die Mainzer ganz, ganz wichtig. Und dann auch noch gegen eine Mannschaft, die auch unten im Tabellenkeller steht. Also das war ein wichtiger Sieg und dann auch noch ein sehr hoher. Freiburg, das ist die Überraschung, verliert 1:3 gegen Eintracht Frankfurt. Und die Frankfurter scheinen interessiert zu sein, in dieser Saison weiter oben landen zu wollen, in den internationalen Fußball vorzurücken. Und im letzten Spiel verliert Werder Bremen gegen RB Leipzig. RB Leipzig ja eine Mannschaft, die nach wie vor in aller Munde ist, wegen den ganzen Geschichten, die sich um diesen Verein ranken. Will ich jetzt nicht nochmal aufnehmen, das ganze Thema, weil ich persönlich habe da kein Problem mit. Soll doch jeder machen, was er will. Letztendlich entscheidet doch, dass wir gute Spieler in der Bundesliga haben und dass wir Vereine haben, die schön Fußball spielen. Okay. Stimmen zum Spiel. René Klingenburg. Es hat selbstverständlich Freude gemacht, gegen meinen alten Club zu spielen. Ansonsten ist es natürlich schade, dass wir verloren haben und vor allem in der zweiten Halbzeit in unserer Drangperiode keinen Treffer erzielt haben. In der ersten Halbzeit agierten wir zu passiv, obwohl wir uns vorgenommen haben, Gas zu geben. Doch dies konnten wir nicht umsetzen. Tja, der Trainer von Schalke hat gesagt, das war heute sehr schwer. Wir wussten, dass Rostock defensiv sehr gut steht, aber wir haben die Geduld nicht verloren und weiter über außen gespielt. Dann haben wir mit Kevin Volland ein bisschen Glück gehabt. Er hat es gut analysiert, weil genau so war es auch. Wir waren eigentlich die Mannschaft, die meisten Chancen hatte, aber ihr habt es ja gesehen, ich will mich da nicht wiederholen. Hier die Mannschaft der Woche und beste Spieler nach wie vor Marvin Ducksch mit Angelo Henriquez, den kenne ich noch gar nicht. Guck mal da, da haben sich die Hamburger einen Chilenen reingeholt. 24 Jahre, der hat einen Torriecher von 91. Er kommt von AS Santinien, hat in Atletico Madrid gespielt. 118 Spiele, 82 Tore. Leute, 11 Millionen. Notizbuch öffnen. Wie ist denn das? Angelo nach Rostock holen. Transferverhandlungen vorbereiten. Ja, das wäre jetzt ein Mann, wo wir versuchen wollen, ihn zu holen. Erinnern. Müssen wir mal gucken. Ich würde mal sagen, im am 30.12. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind doch jetzt hier in der Saison 2018-2019, genau, am 30.12. Wiederholung monatlich hinzufügen, aktualisieren, was kann ich denn da hinzufügen? Okay. Schließen. So, ich hoffe, das hat geklappt hier mit dem. Notizbuch öffnen. Schauen wir mal. Das habe ich das erste Mal, dass ich das probiere. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann. Mandzukic ist auch wieder mit oben dabei. Jose, den ich eben noch angesprochen habe, ist auch. Und Sebastian hat heute nicht getroffen. Bewertung der Neuzugänge. Mustafi, echte Verstärkung. Süle, echte Verstärkung. Ignowski, guter Griff, Thomas Kraft und Vukosic auch. Okay, das ist ja schon mal positiv an der Stelle. So, jetzt geht es schon gleich weiter. Der nächste Knaller steht schon vor der Tür. PSV Eindhoven, unser Rückspiel. St. Pauli mit 20 Punkten im Soll. Bochum jetzt gegen den Lieblingsgegner Unterhaching. Das sind alles Sachen aus der zweiten Liga. Und HSV, Niederlage trotz Doppelpack von Angelo Henriquez. Das ist ja der, den wir gerade ausgespielt haben.
Okay, Freunde. Dieses Video werdet ihr, glaube ich, am Montag ja dann sehen. Dann wünsche ich euch schon mal einen guten Wochenstart und hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht beim Zuschauen. Und ja, ich sage Servus.